ist das ein Wind. Dann wird wohl aus der Jagd morgen nichts werden. Was meinst du, Jarmola? Nein, daraus wird nichts. Morgen werden sie keine einzige Spur sehen. Ist das alles? Kann man da gar nichts machen? Man muss den Ofen gut heizen. Wo ist das Feuerzeug? Das Schicksal hatte mich für ganze 6 Monate in ein weltvergessenes Dörfchen am Rande des großen Waldgebietes Palaisje verschlagen. Und die Jagd war nun mein einziger Zeitvertreib, mein einziges Vergnügen. Als mir die Fahrt angeboten wurde, hatte ich nicht im Entferntesten vermutet, dass es hier so sterbenslangweilig sein würde. Ich trat die Reise sogar mit einer gewissen Freude an. Wälder, Abgeschiedenheit, freie Natur, einfache Bräuche, einfache Menschen. Wie aufregend, so dachte ich, unterwegs im Zug. Ich wollte ein ernstzunehmender Schriftsteller werden. Indessen sei es nun, dass den Menschen dort eine besonders stark ausgeprägte Verschlossenheit eigen war, sei es, dass ich die Sache nicht richtig anzufassen wusste, meine Beziehungen zu ihnen beschränkten sich jedenfalls darauf, dass sie bei einer Begegnung schon von weitem die Mützen zogen und im Vorübergehen dann mürrisch vor sich hin murmelten. Die in meinem Besitz befindlichen Bücher hatte ich bald alle gelesen. Ich beschloss, Tagebuch zu führen, täglich und nur zum Zweck, die Natur zu beschreiben und überall, wo es möglich war, Notizen zu machen. Ansonsten blieb mir einzig die Jagd. Ende Januar setzte aber ein Wetter ein, das auch das Jagen unmöglich machte. Eingeschlossen in meine 4 Wände und auf das Heulen des Windes horchend, verging ich vor Langeweile. Ich staune, wie Sie schreiben. Wenn ich das auch so... Ich möchte nur meinen Namen schreiben können. Du kannst deinen Namen nicht schreiben? Sehen Sie, hier ist im ganzen Dorf kein Mensch, der schreiben kann. Gut, dann fangen wir an. Ich hole Papier und Stift. Hey, lass die Flasche im Mantel. Man muss nüchtern sein, wenn man was lernen will. Ich brauche ein wenig Mut. Donnerstag, 28. Januar 1896. Tagsüber ist es stürmisch und in den Nächten bildet sich über dem Schnee eine harte, vereiste Kruste, über welche die Hasen hinweglaufen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Der Wind tobt um das Haus herum wie ein alter, nackter und frierender Teufel. Sein Geheul klingt wie ein Gemisch von Stöhnen, Gewinsel und wildem Gelächter. Gegen Abend nimmt der Schneesturm an Heftigkeit noch zu. Es ist, als sei draußen jemand dabei, mit rasender Wut feinen, trockenen Schnee gegen die Fensterscheiben zu schleudern. Aus dem nahen Wald klingt ununterbrochen ein verhaltenes, dumpfes und drohendes Murren und Rauschen herüber. Was meinst du, Jarmola? Woher heute dieser Wind gekommen ist? Der Wind? Wissen Sie das denn nicht? Natürlich nicht. Wo sollte ich es wohl wissen? Wirklich nicht? Das werde ich Ihnen sagen. Entweder ein Kobold ist geboren oder eine Teufelsmuhme feiert ein Fest. Teufelsmuhme? Versteht ihr hier darunter eine Hexe? Ja, eine Hexe. Gibt es denn bei euch hier Hexen? Vor 5 Jahren ungefähr, da hat hier mal so eine Hexe gelebt, eine hergelaufene. Gott weiß woher, aber sie haben sie aus dem Dorf verjagt. Und wohin hat man sie denn verjagt? Wohin? Natürlich in den Wald, wohin denn sonst? Und ihre Hütte haben sie abgefackelt, damit von diesem verfluchten Nest nicht ein Spann übrig bleibt. Sie selbst haben sie an die Dorfgrenze geschleppt und ihr einen Fußtritt gegeben. Soll sie dahin gehen, wo sie hergekommen ist? Wofür hat man sie denn so bestraft? Sie hat Schaden über Schaden angerichtet, hat sich mit allen gezankt, hat giftiges Gebräu unter die Häuser gegossen, auf den Feldern hat sie das Getreide verknotet. Und wo lebt diese Hexe jetzt?
Die Hexe, Sie wissen doch, der Sumpf hinter der Landstraße, dort in diesem Sumpfhaussee. Ich würde Sie gern kennenlernen. Was erzählen Sie denn da? Da ist Ihnen was Schönes eingefallen. Schön oder nicht schön, ich will Sie unbedingt aufsuchen. Sobald es etwas wärmer ist, werde ich mich sofort auf den Weg machen. Du willst mich doch begleiten. Ich? Um keinen Preis. Machen Sie, was Sie wollen, aber ich gehe nicht hin. Unsinn. Du wirst schon mitkommen. Nein, ich werde um keinen Preis werde ich mitkommen. Ich soll in dieses Teufelsnest gehen, da verhüte mich Gott. Und auch Ihnen rate ich ab. Wie du willst. Wie heißt eigentlich die Hexe? Manuelicha. Hätte man sie doch gleich totgeschlagen. Das Teufelsnest. Noch nie hatte ich Jarmola so aufgebracht erlebt. Er äußerte sonst nie ein Wort über seine Gefühle, hing aber allem Anschein nach sehr an mir. Seine Anhänglichkeit beruhte auf unserer gemeinsamen Leidenschaft für die Jagd und vor allem darauf, dass ich der einzige Mensch auf Erden war, der ihm wegen des Trinkens keine Vorhaltung machte. Werden wir das Prachtexemplar einkreisen. Wenn er seinen Sprung macht, legt er sich auch gleich hin. Sie gehen jetzt bis zur Irinowschen Landstraße und ich schneide ihm hinter der Mühle den Weg ab. Sobald der Hund ihn rausjagt, rufe ich. Hierauf ließ er mich allein und war im nächsten Augenblick im dichten Gebüsch verschwunden. Ich setzte mich auf einen Baumstamm, holte mein Notizbuch heraus und horchte. Kein Laut verriet sein wilddiebmäßiges Schleichen. Kein Zweig knackte unter seinen Füßen. Sonntag, 31. Januar. Ringsum ist es so still, wie es nur im Walde an einem windstillen Wintertag sein kann. Die dicken Schneelagen auf den Zweigen drücken diese nach unten und verleihen ihnen ein zauberhaftes, feierliches und kaltes Aussehen. Hin und wieder bricht hoch oben ein dünner Zweig ab, und man hört ganz deutlich, wie er beim Herunterfallen mit leisen Knistern andere Zweige streift. Der Schnee schimmert in der Sonne rosa und im Schatten bläulich. Kaltes, feierliches Schweigen, das einen glauben lässt, den langsamen, lautlosen Lauf der Zeit zu verspüren. Ich schlug die Richtung zur Irinowschen Landstraße ein und hörte schon nach wenigen Minuten, dass der Hund irgendwo in der Nähe hinter dem Hasen her war. Von Jagdeifer ergriffen lief ich, das Gewehr schussbereit, durch das dichte Gebüsch, brach Zweige ab und achtete nicht auf deren harte Schläge. Meiner Meinung nach musste ich, wenn ich den Weg geradeaus fortsetzte, unbedingt mit Jarmola auf der Irinowschen Landstraße zusammentreffen. Doch bald erkannte ich, dass ich mich verirrt hatte. Hey, Jarmola? Hey, Jarmola? Der Wald lichtet sich allmählich, der Boden wird weich und uneben. Bald hört das Gebüsch gänzlich auf. Ein großer, kreisförmiger, mit einer Schneeschicht überzogener Sumpf, aus dessen weißer Decke vereinzelte kleine Erdhügel herausragen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Sumpfes schimmern zwischen den Bäumen die weißen Wände einer Hütte hindurch. Jarmola, wo bist du? Ich versinke alle Augenblicke im Morast. Endlich ist der verdammte Sumpf überquert. Von dem kleinen Hügel hier kann ich das Haus genauer betrachten. Es ist kein Haus, sondern vielmehr ein winziges Hütchen auf Stelzen, das aus einem Märchen zu stammen scheint. Es berührt mit seinem Boden nicht die Erde, sondern ruht auf Pfählen. Wahrscheinlich wegen des Hochwassers, das im Frühjahr den gesamten Irinowschen Wald überschwemmt. Hallo? Ist jemand hier? Am Ofen rührt sich etwas.
Ich trete näher heran und sehe, dass auf dem Fußboden eine alte Frau sitzt. Vor ihr ein ganzer Berg Hühnerfedern aufgetürmt. Sie nimmt jede Feder einzeln in die Hand, legt den Flaum, den sie abrupft, in den Korb und wirft die Kiele einfach neben sich. Die wässrigen, bläulichen Augen mit den ungewöhnlich kurzen, roten Lidern haben einen kalten Ausdruck und sehen aus wie die Augen eines unheilbringenden Vogels. Guten Tag. Du heißt doch wohl Manuelicha. Früher haben mich gute Leute vielleicht mal Manuelicha geheißen, aber das ist lange her. Ich habe jetzt keinen Namen mehr. Was willst du? Ja, sieh mal, ich habe mich verirrt. Hast du vielleicht einen Schluck Milch übrig? Milch habe ich nicht. Sehr freundlich bist du nicht gerade zu Gästen. Das stimmt, mein Guter, gar nicht freundlich. Bist du müde? Setz dich hin. Niemand weiß zu die Tür. Da haben wir's. Manuelicha. Und wer es ist, man weiß es nicht. Ich bin alt. Sehr alt. Kann ich denn wenigstens etwas Wasser bei dir zu trinken bekommen? Ja. Vielen Dank. Kannst du mir denn sagen, wie ich wieder zurück zur Landstraße komme? Ja, geh nur. Geh deineswegs, mein Lieber. Hier hast du nichts verloren. Mir blieb in der Tat nichts anderes übrig, als zu gehen. Doch plötzlich kam mir der Gedanke, ein letztes Mittel zu versuchen, um sie wenigstens ein bisschen milder zu stimmen. Ich nahm ein neues, silbernes 25-Kopeken-Stück aus der Tasche. Her damit! Oh nein. Umsonst bekommst du das Geld nicht. Erst musst du mir wahrsagen. Nun komm schon! Ich wahrsage jetzt niemand mehr, mein Guter. Ich hab's vergessen. Ich bin alt geworden. Die Augen wollen nicht mehr sehen. Nur für dich allein mache ich eine Ausnahme. So, heb ab. Mit der linken Hand heb ab vom Herzen. Vergolde sie, guter Herr. Du wirst glücklich sein, reich sein. Einen großen Vorteil wird dir eine weite Reise bringen. Eine Begegnung mit der Karo-Dame und irgendein angenehmes Gespräch in einem wichtigen Hause, wenn du bis zu deinem 67. Jahr nicht gestorben bist. So, jetzt geh, mein Falke, jetzt geh. Du hast dich nicht in fremden Karten herumzutreiben. Sieh mal, Großmutter, wen ich mitgebracht habe. Ganz ausgehungert. In der Tür stand eine junge Frau, auf ihrer Schulter saß ein schwarzer Vogel. So, mein Guter, du hast deinen Durst gestillt, wir haben ein Wörtchen gesprochen, aber jetzt ist es auch Zeit, wieder zu gehen. Wir sind kein passender Umgang für dich. Ach bitte, zeig du mir doch den Weg zur Landstraße, sonst finde ich im Leben nicht aus eurem Sumpf hier hinaus. Du findest schon raus. Nein, wirklich. Ich habe keine Orientierung mehr, ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen muss. Kommen Sie. Sehen Sie mal her. Sehen Sie dort den schmalen Fußpfad zwischen den Kiefern? Sehen Sie ihn? Mit nachlässiger Geste wies sie mir den Weg. Sie sah mich direkt an und lächelte spöttisch. Den gehen Sie immerzu geradeaus. Wenn Sie an einen gefällten Eichenstamm kommen, biegen Sie wieder geradeaus durch den Wald, immer geradeaus. So kommen Sie auf die Landstraße. Fürchtet ihr euch denn gar nicht, in dieser Abgeschiedenheit zu leben? Wovor sollten wir uns schon fürchten? Ihr könntet einschneien. Ein Feuer kann ausbrechen und was sonst noch alles. Hier seid ihr ganz allein. Niemand kann euch rechtzeitig zur Hilfe kommen. Am besten wäre es, wenn man uns ganz in Ruhe lassen wollte, die Großmutter und mich. Und nicht immer... Was und nicht? Wer alles wissen will, wird schnell alt. Wer sind Sie eigentlich? Ich komme weder von der Polizei noch von der Gemeinde oder der Steuer. Kurz, ich bin überhaupt keine Amtsperson. Ist das auch wahr? Ich gebe dir mein Ehrenwort. Ich habe hier gar nichts zu sagen. Ich bin einfach für einige Monate in diese Gegend gekommen und reise dann wieder ab. Wenn du willst, verspreche ich dir sogar, niemand zu erzählen, dass ich hier war und mit euch zusammengetroffen bin. Glaubst du mir jetzt? Nun, wenn sie nicht lügen, dann muss es ja wohl wahr sein. Aber wie ist es?
Haben Sie von uns schon gehört oder sind Sie zufällig gekommen? Ja, ich weiß selbst nicht, was ich dir darauf sagen soll. Gehört habe ich zwar schon von euch und ich hatte mir auch vorgenommen, euch irgendwann mal aufzusuchen. Aber heute bin ich zufällig gekommen. Ich habe mich verirrt. Doch nun musst du mir sagen, warum ihr die Obrigkeit fürchtet. Die Obrigkeit. Die Polizei kommt angefahren und schleppt was weg. Der Besitzer kommt, dasselbe. Und bevor sie es nehmen, beschimpfen sie auch noch die Großmutter. Du bist eine Hergelaufene, eine Hexe, sagen sie. Eine Teufelsbrut, eine Zuchthäuslerin. Ach, was soll man viel davon reden? Und dir tun sie nichts. Mir tun sie nichts. Schaden wir denn irgendjemand? Wir brauchen die Leute nicht. Nur einmal im Jahr gehe ich ins Dorf, Seife und Salz einzukaufen. Und höchstens noch Tee für die Großmutter. Tee trinkt sie gern. Nun, wie ich sehe, haben du und deine Großmutter für die Menschen nicht viel übrig. Kann ich denn wieder mal für ein paar Augenblicke zu euch kommen? Meinetwegen. Du kannst ja mal vorbeischauen, wenn du wirklich ein guter Mensch bist. Aber dann ohne Gewehr. Wiedersehen. Die Großmutter wird gewiss schon ungeduldig. Warte mal. Wie heißt du denn? Wir wollen doch wenigstens richtige Bekanntschaft schließen. Mein richtiger Name ist Aljona. Hier sagen sie Olesja. Ich warf das Gewehr über die Schulter und schlug die angegebene Richtung ein. Eine Stunde nach mir kam Jarmola nach Hause. Getreu seiner Abneigung gegen müßige Gespräche, erkundigte er sich mit keinem Wort danach, wo ich geblieben war. So, den Hasen habe ich in die Küche gebracht. Weißt du auch, wo ich heute gewesen bin, Jarmola? Wie soll ich es denn nicht wissen? Bei der Teufelsbrut sind Sie natürlich gewesen. Woher weißt du denn das? Woher? Von Ihnen war nichts zu hören, da bin ich Ihren Spuren nachgegangen. In so eine Sache sollten Sie sich nicht einlassen. Hören Sie, es ist Sünde. Es bringt Unglück. Dienstag, 2. März. In diesem Jahr bricht der Frühling sehr frühzeitig, ungestüm und ohne jeden Übergang an. Die Straßen hinunter ergießen sich plätschernde und glitzernde braune Bäche, die wütend die ihnen im Wege liegenden Steine umscheuen und in schnellem Wirbel Holzspäne und Federn mit sich forttragen. In riesigen Wasserpfützen spiegelt sich der blaue Himmel mit den über ihnen hinziehenden, sich gleichsam in Kreise drehenden weißen Wolken. Von allen Dächern tropft der getaute Schnee. Die Vögel zwitschern so laut und aufgeregt, dass bei ihrem Geschrei kein Wort zu verstehen ist. Die Nächte werden wärmer. Guten Tag. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Im vorigen Monat war ich doch hier und habe mich nach dem Weg erkundigt. Du hast mir auch Karten gelegt. Ich besinne mich auf nichts, mein Guter. Auf gar nichts besinne ich mich. Und was du bei uns verloren hast, kann ich schon gar nicht begreifen. Wir sind keine Gesellschaft für dich, hier hast du nichts verloren. Der Wald ist groß, da hast du genug Platz, dir Bewegung zu machen. Also. Hab keine Angst, Großmutter. Er ist kein schlechter Mensch. Du hast mir neulich ja gar nicht gesagt, dass dir die Großmutter wahrgesagt hat. Sprich ruhig, sie ist ja halb taub und wird nichts hören. Nur mich versteht sie gut. Ja, sie hat mir wahrgesagt. Wieso? Nichts. Ich frage nur so. Glaubst du denn daran? Was soll ich sagen? An das, was deine Großmutter gesagt hat, glaube ich wirklich nicht. So kann jeder weiß sagen. Ja, das stimmt. Sie kann es nicht mehr. Sie ist alt geworden. Was hat denn in deinen Karten gestanden? Nichts Besonderes. Ich erinnere mich im Augenblick nicht einmal. Wie gewöhnlich, eine weite Reise, eine Begegnung mit dem Treffkönig. Sie ist eine schlechte Wahrsagerin geworden. Durch ihr Alter hat sie viele Worte vergessen. Wie sollte es auch anders sein?
Und außerdem fürchtet sie sich. Höchstens, wenn sie Geld sieht, willigt sie ein. Wovor fürchtet sie sich denn? Wovor? Natürlich vor der Obrigkeit. Wenn die Polizei angefahren kommt, droht sie ihr, jedes Mal. Ich kann dich jederzeit verschwinden lassen, sagen sie. Du weißt doch, welche Strafe Gesindel eurer Art für Zauberei zu erwarten hat. Verschickung zu lebenslänglicher Zwangsarbeit. Was meinst du? Stimmt es, was sie sagen, oder lügen sie? Nein, sie lügen nicht. Irgendeine Strafe gibt es schon dafür, wenn auch keine so schwere. Nun, und du? Kannst du auch wahrsagen? Ich kann es auch. Aber nicht für Geld. Würdest du mir auch mal die Karten legen? Nein. Warum denn nicht? Es braucht ja nicht jetzt zu sein. Irgendwann später einmal. Nein, das tue ich nicht, um keinen Preis. Und warum nicht? Weil ich die Karten deinetwegen schon befragt habe. Und ein zweites Mal geht es nicht. Es geht nicht. Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Nein. Nein, es geht nicht. Das Schicksal darf man nicht zweimal befragen. Nun, wenn du mir jetzt nicht wahrsagen willst, dann erzähle, was beim ersten Mal herausgekommen ist. Lieber nicht. Nun, meinetwegen. Ich werde es sagen. Aber denk daran, eine Abmachung ist mehr wert als Geld. Du darfst nicht böse sein, wenn dir etwas nicht gefällt. Rausgekommen ist das. Du bist wohl ein guter Mensch, aber ein schwacher. Du versprichst mehr, als du halten kannst. Über alle willst du die Oberhand haben. Und dabei unterwirfst du dich dennoch den Menschen, wenn du es auch nicht willst. Geld gibst du leicht aus und verstehst nicht, es zusammenzuhalten. Noch mehr? Ja. Sag alles. Alles, was du weißt. Ein harter Schlag wird dich treffen. Eine Zeit wird kommen, da wirst du dir sogar das Leben nehmen wollen. Vielleicht schon in diesem Jahr. Aber dazu wirst du nicht genügend Mut haben. Du wirst große Not erleiden, aber dann... schon gut, du wirst ein gutes Leben führen. Was soll denn in diesem Jahr geschehen? Nein, das genügt. All das hast du aus den Karten gelesen? Ja, aus den Karten. Aber auch ohne die Karten sehe ich viel. Zum Beispiel aus dem Gesicht. Wenn irgendein Mensch bald eines schrecklichen Todes sterben muss, sehe ich das gleich in seinem Gesicht. Ich leide selbst darunter, dass ich all das sehe und bin mir selbst zuwider. Aber was hilft es? Als die Großmutter noch jünger war, hat sie auch den Tod erkennen können. Und ebenso meine Mutter und die Mutter der Großmutter, die Tante meiner Mutter, die Tante meiner Tante, die Mutter ihrer Tante, die Schwester meiner Mutter, die Großmutter meiner Großmutter, die Schwester ihrer Tante, die Schwester meiner Urgroßmutter und deren Mutter. Alle Schwestern, alle Mütter, Großmütter und Tante. Alessia, komm zum Abendbrot. Vielleicht willst du unser Mahl mit uns teilen. Als wir uns an den Tisch setzten, bekreuzigten sich weder die Alte noch die Enkelin. Während der Mahlzeit beobachtete ich die beiden unablässig. Die Alte schlang hastig und gierig, steckte riesige Stücke Brot in den Mund. Alessia war das in keiner Weise peinlich. Bei ihr zeigte sich in ihrer Art zu essen eine natürliche Anmut. Soll ich dich noch ein kleines Stück begleiten? Was hast du dir schon wieder ausgedacht? Kannst aber auch keinen Augenblick auf einen Fleck setzen, die reine Hummel. Liebe, gute, goldene Großmutter. Nur für eine Minute. Ich bin gleich wieder zurück. Schon gut, aber beeil dich. Wir schlugen den schmalen Fußweg ein und kamen auf den durch den Wald führenden Fahrweg. Er war schwarz vor Schmutz und ganz aufgewühlt und durchfurcht von Fahrrinnen, in denen sich vom Abendhimmel rötlich gefärbtes Wasser staute. Hör mal, ich möchte dich gerne etwas fragen. Ich fürchte nur, du könntest darüber böse sein. Sag mal, haben die Leute recht, wenn sie behaupten, dass deine Großmutter eine... Wie soll ich mich ausdrücken? Eine Zauberin ist? Nein, nicht Zauberin. Nun ja, wenn du willst, Zauberin. Es wird ja Gott weiß was geredet. Übrigens, wenn es dir unangenehm ist, brauchst du mir nicht zu antworten. Nein. Warum sollte ich nicht antworten? Was ist denn dabei unangenehm? Ja, sie ist wirklich eine Zauberin. Aber sie ist alt geworden und kann jetzt nicht mehr das, was sie früher mal konnte. Was hat sie denn früher gekonnt? Oh, manches.
Sie hat kuriert, kranke Zähne geheilt, fließendes Blut durch Besprechen gestillt. Sie hat Schätze entdeckt. Man kann gar nicht alles aufzählen. Du darfst es mir jetzt nicht übel nehmen, aber von alledem glaube ich nichts. Sprich doch ganz ehrlich mit mir. Ich werde es niemandem sagen. Das ist doch alles nur Getue, um den Leuten blauen Dunst vorzumachen. Denk, was du willst. Du glaubst also fest an diese Kräfte? Warum sollte ich denn nicht daran glauben? Ich selbst kann ja auch noch vieles. Ich werde dir was zeigen, wenn du willst. Jetzt gleich? Ja, wenn es möglich ist, gleich. Gut, gib mir deine Hand. Sie macht eine leichte, kaum wahrnehmbare Handbewegung. Ich spüre am Handbein, etwas oberhalb der Stelle, an der man den Puls fühlt, die schmerzhafte Berührung mit der scharfen Klinge. Das Blut schießt in der ganzen Breite des Schnitts hervor, ergießt sich über die Hand und tropft ununterbrochen auf die Erde. Keine Angst, du bleibst am Leben. Sie umspannt mit festem Griff meinen Arm oberhalb des Schnitts, beugt dann das Gesicht dicht über die Wunde und beginnt schnell irgendetwas zu flüstern. Anstelle der Wunde ist nur noch ein roter Kratzer zu sehen. Hast du genug für heute? Oder willst du noch mehr? Natürlich will ich. Aber wenn es geht, etwas weniger schrecklich und ohne Blutvergießen. Was könnte ich dir wohl zeigen? Ich kann dir zum Beispiel Angst einjagen. Was bedeutet das? Ich kann erreichen, dass du dich fürchtest. Du sitzt zum Beispiel abends in deinem Zimmer und wirst plötzlich von einer solchen Angst befallen, dass du zu zittern anfängst und es nicht wagen wirst, dich umzudrehen. Aber dazu muss ich wissen, wo du wohnst und vorher dein Zimmer sehen. Naja, das ist ja ganz einfach. Da kommst du einfach ans Fenster und klopfst und rufst irgendetwas. Nein, nein. Ich werde zu dieser Zeit im Wald sein und keinen Schritt über die Schwelle tun. Aber ich werde immerzu an dich denken und mir vorstellen, dass ich die Straße hinuntergehe, an dein Haus komme, die Tür öffne und in dein Zimmer trete. Und du sitzt irgendwo, nun, sagen wir am Tisch. Ich schleiche mich von hinten leise an dich heran. Du hörst es nicht. Ich fasse dir an die Schulter und fange an, dich zu würgen. Immer fester, immer fester, immer fester. Und ich sehe dich dabei an, so wie jetzt. Zieh her. Genug. Lass es genug sein. Das kommt alles von der Großmutter. Sie ist klug. Sie weiß alles, rein alles, was man sie auch fragt. Sie ist natürlich jetzt sehr alt geworden. Wo stammt sie eigentlich her? Wo hat sie denn früher gelebt? Ich weiß es nicht. Darüber spricht sie auch nicht gern. Doch nun muss ich gehen, sonst schimpft sie. Auf Wiedersehen. Wie du heißt, weiß ich immer noch nicht. Ivan. Ivan Timofejewitsch. Ivan Timofejewitsch. Sehr schön. Also, auf Wiedersehen, Ivan Timofejewitsch. Ich nehme an, du kommst wieder. Von diesem Tag an war ich ein häufiger Gast in dem Haus im Wald. Zwischen Alessia und mir war es ohne besondere Verabredung zum Brauch geworden, dass sie mich auf dem Heimweg bis zur Landstraße begleitete. Unterwegs kam es jedes Mal zu einer so interessanten Unterhaltung, dass wir beide den Weg ausdehnten. Und? Wie ist Petersburg? Es ist die größte Stadt Russlands. Ich würde um keinen Preis meinen Wald gegen eine Stadt eintauschen. Die Stadt kann mir gestohlen bleiben. Dort würde ich nie hinziehen. Und wenn nun dein Mann aus der Stadt wäre? So eine Frage. Ich brauche überhaupt keinen Mann. Wozu dieses Gespräch? Weil irgendwann wirst du jemanden treffen und ihm folgen. Wozu sollte ich? Ich werde niemandem folgen. Aber so ist es nun mal Sitte. Und wenn schon, ich werde auch lieben. Um Erlaubnis werde ich niemanden bitten. Dann wirst du doch auch heiraten. Du meinst in der Kirche? Natürlich in der Kirche. Nein, nein, mein Guter. Vielleicht wird dir das nicht gefallen, aber es ist so. Aus unserem Geschlecht hat sich niemand trauen lassen. Meine Mutter und auch meine Großmutter sind ohne das ausgekommen. Wir dürfen die Kirche ja nicht mal betreten.
Wegen eurer Zauberei, oder? Ja, wegen unserer Zauberei. Wie könnte ich es auch wagen, mich in einer Kirche blicken zu lassen, da meine Seele doch von Geburt an verkauft ist? Das ist ja lächerlich. Das ist ja Wahnsinn, was du da sagst. Nein, nein, du kannst es nicht verstehen, aber ich fühle es. Sag doch selbst, wer ist es denn, der uns hilft? Kann denn ein einfacher Mensch alles das vollbringen, was ich vollbringe? Diese Auseinandersetzungen endeten immer damit, dass wir sie mit einer leichten gegenseitigen Gereiztheit abbrachen. Für vieles ihrer dunklen Kunst, muss ich zugeben, vermochte mir mein Wissen keine Erklärung zu geben. Ungeachtet unserer großen Meinungsverschiedenheit wurde das Verhältnis zwischen Alessia und mir immer enger. Meine Beziehung zu Jarmola hatte sich hingegen sehr verschlechtert. Unsere komisch ernsten kalligraphischen Übungen hatten aufgehört. Wozu nur? Es kommt doch nichts dabei heraus. Und was in meinem Wald passiert, da weiß ich längst Bescheid. Ihre Spaziergänge mit der verdammten Hexe sind mir nicht entgangen. Dass sie auf diese Teufelsbrut reinfallen, mir glauben sie nicht. Mit welchem Recht meinen sie, sich über alles hinwegsetzen zu können? Nur weil sie ein Wohlgeborener aus Petersburg sind. Ich hab sie gewarnt. Ja, Roland. Du hast wieder getrunken. Reden, wenn du nüchtern bist. Lass uns doch morgen auf die Jagd gehen. Das Wetter wird gut. Wie soll das gehen? Der Hund ist krank. Die Gewehre müssen erst auf Vordermann gebracht werden. Und außerdem, hab keine Zeit, die Arbeit. Hier und auf dem Feld. Eines Tages, als ich wie gewöhnlich am späten Nachmittag in das Häuschen kam, fiel mir sofort die gedrückte Stimmung seiner Bewohnerinnen auf. Die Alte saß zusammengekrümmt mit hochgezogenen Beinen auf dem Bett, hatte den Kopf mit den Händen umfasst und murmelte, den Körper hin und her schaukelnd, etwas Unverständliches vor sich hin. Guten Tag, Großmutter. Guten Tag? Was ist los? Ist euch irgendetwas zugestoßen? Nein. Was soll uns schon Besonderes zustoßen? Alles ist so geblieben, wie es war. Warum sagst du mir die Unwahrheit? Wirklich, es ist nichts. Nur so, kleine Sorgen gibt es doch immer. Nein, 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 das ist ganz bestimmt keine kleine Sorge. Du siehst ja ganz verstört aus. Das scheint dir nur so. Sei doch ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann, aber vielleicht kann ich dir wenigstens einen Rat geben. Es ist wirklich nicht der Rede wert. Und helfen kannst du uns dabei überhaupt nicht. Verspreizte dich, du Dummels. Man redet vernünftig mit dir und du trägst die Nase hoch, als ob niemand in der ganzen Welt klüger sein könnte als du. Erlauben Sie, ich werde Ihnen die ganze Geschichte der Reihe nach erzählen. Zuerst hat er sich ganz manierlich an den Tisch gesetzt, der Landpolizeiaufseher, und wollte Schnaps haben. Aber dann legt er los. In 24 Stunden, sagt, da soll ich das Haus räumen, mit Sack und Pack. Wenn ich das nächste Mal komme, sagt er, und dich hier noch vorfinde, dann, das merke dir, wirst du unter Bewachung weggebracht. Dann werde ich dich, Gottlose, in deine Heimat befördern lassen. Geh dahin, wo du hergekommen bist, das hat er gesagt. Meine Heimat ist aber weit. Dem Landpolizeiaufseher kam es vielleicht nur darauf an, ein Scheinchen dabei herauszuschlagen. Ich wollte es ihm ja geben. Er nimmt's nicht. Mein Lieber, mein Guter, wenn wenigstens du uns helfen könntest, wenn du ihm ins Gewissen reden könntest, diesem unersetzlichen Vielfraß. Großmutter? Was heißt hier Großmutter? Hören Sie nicht auf sie. Ich versprach in unverbindlichen Redewendungen, mich der Sache anzunehmen, obwohl ich offen gesagt wenig Hoffnung auf Erfolg hatte. Es musste wirklich ernst sein. Freitag, 18. April. Es ist ein trüber, warmer Tag. Schon mehrmals ist einer jener kurzen, erfrischenden Regenschauer niedergegangen,
nach denen man förmlich sehen kann, wie das junge Gras wächst. Im Anschluss an jeden Regenguss bricht für ein paar Augenblicke die Sonne durch und taucht das noch zarte Grün der Fliederbüsche in einen leuchtenden Schimmer. Die Polizei ist da. Was ist los? Ich sage doch, die Polizei ist gekommen. Ich bat den Polizisten herein und sagte ihm, dass ich eine Kleinigkeit mit ihm zu besprechen hätte. Nachdem ich ihm Schnaps und einen Imbiss angeboten hatte, legte ich ihm die Lage der alten Frau dar. Ihre Hilflosigkeit und Verzweiflung, machte nebenher eine Bemerkung über übertriebenen Bürokratismus. Er aß weiter. Ich fuhr fort. Ob es denn wirklich so dringend sei mit der Ausweisung der Frauen, was er riskiere? Was er riskiert, alles riskiert er. Geht diese Manuelira etwa jemals in die Kirche? Wer fragt dich? Jarmola. Raus! Sieh nach dem Hund! Ich versicherte dem Polizisten mein absolutes Verständnis für seine so komplizierte Lage. Er sah sich im Raum um. An der Wand bemerkte er mein Gewehr mit großem Gefallen. Es gibt den schönen Brauch, dem Gast das zu schenken, was sein Wohlgefallen erregt hat. Ich bat ihn, das Gewehr als Geschenk anzunehmen. Allzu lange brauchte ich ihn nicht zu überreden. Anschließend stand er auf, er hatte es dann sehr eilig, weiterzufahren. Im Hinausgehen fragte ich ihn, wie es denn nun mit Manuelicha werden solle. Kommt Zeit, kommt Rat, wir werden mal sehen, sagte er und ging. Ich soll ihn von der Polizei ausrichten, dass sie den Frauen dort zu verstehen geben können, dass er sie vorläufig in Ruhe lässt. Aber dass sie sich nicht einbilden sollen, dass sie die Sache mit einem schönen Dank abtun können. In der Beziehung zu Alessia trat eine Veränderung ein. Unsere Gespräche nahmen eine unüberwindliche Steifheit, eine finstere Sachlichkeit an. Ich hatte die Vermutung, dass sie mir mein Eingreifen in die Auseinandersetzungen mit der Polizei übel nahm, dass ihr Unabhängigkeitsgefühl verletzt war. Unsere Spaziergänge haben aufgehört. Alessia geht jeder Gelegenheit zu einem Gespräch aus dem Weg. Ich sitze stundenlang neben ihr und fühle mich befangen und ärgere mich über meine Unfähigkeit, einen Ausweg zu finden. Als ich am späten Abend nach Hause gehe, überfällt mich ein heftiger Schüttelfrost. Ich kann kaum noch den Weg erkennen. Meine Zähne klappern. Bin ich denn betrunken? Wovon? Sechs Tage wurde ich vom Fieber geschüttelt. Währenddessen war ich mit Jarmola in einen verworrenen, abstrakten Streit geraten. Die einzelnen Worte und sogar die Buchstaben nahmen plötzlich eine geheimnisvolle, unermesslich tiefe Bedeutung an und gleichzeitig erfasste mich ein unbeschreibliches Ekelgefühl von nicht greifbarer, übernatürlicher Kraft, das es mir unmöglich machte, den Streit zu beenden. Trinken Sie schon den Tee, solange er noch heiß ist. Verschwinde. Lassen Sie mich in Ruhe. Sie müssen trinken zum Teufel. Und nehmen Sie das Chinin, das der Arzt verschrieben hat. Ja, meinen Sie, ich habe nichts zu tun, als umsonst Ihre Medizin aus der Apotheke zu holen? Verschwinde, du Schulter. Eine Woche später hatte ich die Krankheit überwunden und fand mich seltsam aufgeregt wieder am Hexenhäuschen ein. Ich hielt den Türdrücker in der Hand und zögerte mit angehaltenem Atem. In meiner Unentschlossenheit machte ich sogar die Augen zu, bevor ich nach einer Weile die Tür aufstieß. Ist dir etwas passiert? Warst du krank? Ich hätte dich in einem Tage auf die Beine gestellt. Wie kann man sich denn diesen Ärzten anvertrauen, die nichts rein, gar nichts verstehen? Warum hast du mich nicht holen lassen? Es kam so plötzlich. Und außerdem hatte ich Angst, dich zu fragen. Du bist in letzter Zeit so komisch gewesen, als ob du mir etwas übel genommen hättest. Weißt du, wir müssen vieles, sehr vieles miteinander besprechen, aber unter vier Augen, verstehst du? Ja, ich selbst wollte auch schon. Komm. Wo willst du denn hin, Alessia? Ich gehe. Ich werde ihn ein Stückchen begleiten. Du gehst also doch? Ja, ich gehe. Darüber ist nun genug hin und her geredet. Es geht nur mich allein an. Ja, geh nur. Geh nur. Deine Großmutter will wohl nicht, dass du mit mir spazieren gehst. Bitte, beachte das nicht weiter. Nun ja, sie will es nicht.
Und wenn schon, steht es mir denn nicht frei, zu tun und zu lassen, was ich will? Wir hätten also, wenn du es gewollt hättest, vor meiner Krankheit allein sein können. Beruhige dich. Denk nicht mehr daran. Ich will dir ja keine Vorwürfe machen, nur weil wir gerade davon sprachen. Jetzt weiß ich ja, woran es lag. Dass alles von deiner Großmutter ausging. Es ging aber gar nicht von der Großmutter aus. Ich selbst habe es nicht gewollt. Warum wolltest du es denn nicht? Sag schon, warum nicht? Ich konnte nicht. Jetzt aber denke ich anders. Jetzt ist mir alles gleichgültig, alles egal. Du machst mir Angst. Du bist so anders. Du musst keine Angst haben. Aber ich fühle mich schwach, mir schwindelt. Nun, dann schüttel deine Angst ab und denk an nichts mehr. Der heutige Tag gehört uns. Niemand kann ihn uns nehmen, was auch passieren mag. Muss denn unbedingt etwas passieren? Ja, unbedingt. Meine Karten lügen nicht. Ich wollte dich ja sogar bitten, überhaupt nicht mehr zu uns zu kommen. Aber dann bist du krank geworden und ich habe dich fast einen halben Monat lang nicht gesehen. Damals habe ich auch den Entschluss gefasst. Ich liebe dich. Mag kommen, was will. Meine Freude lasse ich mir von niemand nehmen. Mir ist es ebenso gegangen. Ich will nicht ohne dich sein. Samstagnacht. 7. Mai. Am Himmel steigt der Mond auf und sein Schein färbt den Wald bunt und wunderlich, zaubert mitten in der Finsternis auf den knorrigen Stämmen der Bäume, den gekrümmten Ästen und dem wie ein Plüschteppich weichen Moos blasse, bläuliche Schatten hervor. Die schlanken, weißen Birkenstämme zeichnen sich deutlich in der Dunkelheit ab und die lockeren Zweige ihrer Kronen scheinen in einen durchsichtigen, silbern schillernden Schleier gehüllt zu sein. Kein einziges Mal in dieser ganzen Zeit rührte sich in mir Langeweile oder Überdruss oder der ewige Hang nach einem Nomadenleben. Ich fühlte mich wie ein junges Tier, war wie ferngesteuert von Alessia. Die alte Manuelicha war, seit ich wieder gesund war, unausstehlich geworden. Sie empfing mich jedes Mal mit so unverhohlener Feindseligkeit und machte, solange ich im Haus war, mit solcher Wut Lärm im Ofen, dass Alessia und ich uns gleich im Wald trafen. Mittlerweile rückte der Zeitpunkt meiner Abreise näher. Im Grunde waren alle meine Aufgaben erledigt und ich zögerte meine Rückkehr in die Stadt hinaus. Mit Alessia hatte ich darüber noch gar nicht gesprochen. Überhaupt befand ich mich in einer schwierigen Lage. Guten Abend. Hast du schon die Geduld verloren? Ich bin mit Mühe und Not losgekommen. Ich habe so lange mit der Großmutter gekämpft. Hat sie sich noch immer nicht beruhigt? Oh, keine Spur. Weiß sie alles? Ich spreche mit ihr nie darüber. Sie rät es von selbst. Und was soll man sich deswegen Gedanken machen? Komm! Ich muss... Du bist heute komisch. Was ist? Meine Zeit hier ist beendet. Und meine Vorgesetzten rufen mich nach Petersburg zurück. Du wirst es ja selbst verstehen, dass ich hier nicht bleiben kann. Und dass hier kein Platz für mich ist. Nein. Natürlich. Wozu darüber ein Wort verlieren? Was ist mit dir? Nichts. Entschuldige, es vergeht schon. Mir ist schlecht, ich glaube, ich wäre jetzt lieber allein. Um Gottes Willen, denk nicht schlecht von mir. Glaubst du, dass ich wegfahren und dich im Stich lassen könnte? Nein, ich bin ja auf dieses Gespräch nur gekommen, weil ich noch heute zu deiner Großmutter gehen und dir sagen will, dass du meine Frau werden sollst. Deine Frau? Nein, Ivan, das ist nicht möglich. Warum nicht? Nein, du weißt auch selbst, dass es lächerlich ist, daran auch nur zu denken. Ich werde niemandes Frau. Und übrigens, ich bin ein uneheliches Kind. Was geht mich deine Verwandtschaft an? Nein, alles das sind Nebensächlichkeiten, sind leere Ausflüchte. Du hättest davon am besten gar nicht anfangen sollen. Und dann hast du ganz die Großmutter vergessen. Für deine Großmutter würde sich bei uns auch noch ein Plätzchen finden. Und für den Fall, dass sie nicht mit uns zusammen wohnen will, gibt es in jeder Stadt besondere Häuser, in denen alte Frauen gepflegt werden.
Nein, wo denkst du hin? Meine Großmutter, eingesperrt, ohne ihren Wald? Sie fürchtet die Menschen. Nun, dann überlege selbst einmal, wie man es am besten macht. Du musst zwischen mir und deiner Großmutter wählen. Wenn du mich liebst, dann komm mit mir. Wenn ich nicht mit dir komme, dann liebe ich dich nicht. Was soll ich sonst denken? Wenn man sich liebt, bleibt man zusammen. Das sehe ich anders. Sag mal, sträubst du dich vielleicht, weil du wieder die Kirche fürchtest? Fürchtest du dich vor der Kirche? Ja, ich fürchte mich. Wie oft haben sie uns schon gedroht? Denn du wüsstest, was der Pope über uns verbreitet. Der Pope ist ja nicht die Kirche. Die Kirche ist auch ein Ort der Nächstenliebe, an dem man geht, um Trost zu finden oder um zu feiern. Wir verabschiedeten uns voneinander, nachdem Alessia mir ihr Tuch ins Gesicht geworfen hatte und wir durch ein Handgemenge lachend zu Boden fielen. Warte. Sag mal, würdest du dich sehr freuen, wenn ich irgendwann einmal in die Kirche ginge? Warum schweigst du? Sag doch einfach, ob du dich darüber freuen würdest oder ob es dir egal ist. Hast du es dir anders überlegt? Natürlich würde ich mich freuen. Nur so. Es ging mir gerade durch den Kopf. Denke nicht mehr daran. Bis morgen. Der nächste Tag war der Pfingstsonntag, an dem manchmal nach alten Überlieferungen Vorzeichen ein glückliches Jahr oder eine Missernte ankündigen. An diesem Tag musste ich in die benachbarte Stadt, um einen dieser lästigen Anstandsbesuche zu machen, und fuhr gegen 8 Uhr morgens dorthin los, um mein abendliches Treffen mit Alessia nicht zu verpassen. Auf dem Weg sah ich, dass der Dorfplatz schon voller Menschen war, die zum Gottesdienst wollten. Sonntag, 9. Juni, Pfingsten. Der Morgen ist windstill und drückend. Die Luft dampft förmlich. Und der Tag droht unerträglich heiß zu werden. An dem glühenden, gleichsam mit einem silbernen Staub überzogenen Himmel ist keine einzige Wolke zu sehen. Als ich zurückkam, war es schon 4 oder 5 Uhr. Inzwischen wimmelte der Platz von betrunkenen, randalierenden Menschen. Die Luft war durchsetzt von einem widerwärtigen Geruch aus Alkoholdunst und dem Schweiß von Menschenkörpern. Ich bahnte mir einen Weg durch die Masse. Der Lärm ließ bei meinem Erscheinen urplötzlich nach. Sie hassen mich. Und ich hasse sie auch. Zu Hause empfing mich Jarmola, ebenfalls angetrunken. Aha. Ausgerechnet heute waren Sie nicht hier. Da hätten Sie mal sehen können, mit wem Sie so Umgang haben. Was redest du? Bist du wieder betrunken? Nach dem Gottesdienst hat es hier einen Skandal gegeben. Die Leute haben mir auf dem Platz vor der Kirche eine Hexe gefangen. Was sagst du da? Hör auf zu lachen. Verdammt! Von was für einer Hexe redest du? Sie ist in die Kirche gegangen. Sie ist wohl im Vorraum geblieben, wurde aber sofort von allen in der Kirche gesehen. Bis zum Schluss des Gottesdienstes blieb sie dort einfach stehen. Beim Verlassen der Kirche wurde sie dann gleich an der Mauer von unseren Frauen umzingelt. So, sie wollten sie festhalten und eine schrie, lass sie uns mit Teer beschmieren, das Aas. Auf die hat sich die Hexe mit voller Wucht gestürzt. Eine gewaltige Prügelei, alles ging durcheinander. Die Hexe hat ordentlich was abgekriegt, ist entwischt. Die Leute haben ihr Steine nachgeworfen und nicht schlecht getroffen. Und dann ist sie plötzlich stehen geblieben. Und hat das Dorf verflucht. Sie hat uns alle verflucht. Man hätte sie sofort totschlagen sollen. Wo wollen Sie hin? Bleiben Sie hier! Bleiben Sie hier, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist. Sie hat ihn verhext, das Teufelsweib. Still, mach keinen Lärm, der Unselige. Hast du erreicht, mein Lieber, was du wolltest? Jetzt ist keine Zeit zum Schimpfen.
Was ist mit Alessia? Leisau. Besinnungslos ist sie, das ist mit Alessia. Wenn du dich nicht aufgedrängt hättest, wo du nichts zu suchen hast... Ich hab doch nicht gefallen, dass... Was? Willst du vielleicht sagen, dass du nichts damit zu tun hast, dass sie in die Kirche gelaufen ist? Wozu hast du sie in die Kirche gelockt? Gelockt habe ich sie nicht. Glaub mir. Glaub mir doch. Sie kommt angelaufen, ganz verstört, das Hemd in Fetzen gerissen. Sie erzählt, wie alles gewesen ist und lacht und weint zugleich. Dann legt sie sich aufs Bett. Immer noch weint sie. Aber dann scheint sie eingeschlafen zu sein. Was hast du bloß angerichtet? Du wirst sie wecken. Großmutter, wer ist gekommen? Wer ist hier im Zimmer? Ich bin es. Ich bin gerade aus dem Dorf gekommen. Ich war den Vormittag über nicht hier. Geht es dir schlecht? Verzeih mir. Was soll ich tun? Lass uns einen Arzt rufen. Nein. Auch wenn ich wirklich krank wäre, wenn ich mit dem Tod kämpfen würde, auch dann würde ich keinen Arzt an mich heranlassen. Und jetzt bin ich gar nicht krank. Bis zum Abend wird es vergehen. Und wenn nicht, wird mir die Großmutter einen Aufguss machen. Weißt du alles? Warum musste ich gerade heute weg sein? Gerade heute. Beruhige dich. Lass uns wenigstens die letzten Tage fröhlich verbringen. Warum sollten wir uns denn trennen? Sobald ich mich erholt habe, werden die Großmutter und ich diese Gegend verlassen. Hier können wir nicht länger bleiben. Hab keine Angst. Ich werde bei dir sein. Das soll ein Nachspiel haben. Wir gehen vor Gericht. Hab keine Angst. Ich beschütze euch. Beschütze dich lieber selber. Niemand wird für uns eintreten. Nein. Ich habe Mut genug, wenn es darauf ankommt. Aber warum soll man den Menschen zur Sünde verleiten? Du weißt es vielleicht nicht. Ich habe dort vor der Kirche eine Drohung ausgestoßen. Ihr werdet mir dafür noch büßen. Ihr werdet noch genug Tränen deswegen vergießen. Und sobald das Unwetter kommt, das sich schon seit Tagen ankündigt, wird man uns beschuldigen. Es ist doch so, Großmutter. Natürlich. Auch damals, als sie mich vertrieben haben. War es nicht dasselbe? Wohin wollt ihr denn fahren? Ihr habt doch nirgends Verwandte oder Bekannte und Geld braucht man auch dazu. Wir werden uns schon zu helfen wissen. Und etwas Geld hat die Großmutter auch zurückgelegt. Was ist das schon für Geld? Vom Hund abgespart. Und ich? Was aus mir wird, daran hast du nicht gedacht. Erinnerst du dich noch, wie ich dir die Karten gelegt habe? Das Schicksal will es also nicht. Ja, wenn das nicht wäre. Meinst du, dass ich dann vor irgendetwas zurückschrecken würde? Hast du schon wieder mit dem Schicksal? Ich glaube nicht daran und ich werde auch nie daran glauben. Ich weiß es. Ich sehe es. Nur Unglück würde uns erwarten, nichts sonst. Ich habe mich entschieden. Alessia, Liebe, alles wird gut. Unsere Wege trennen sich. Entscheidest nur du, was aus uns wird? Irgendwann wirst du sehen, dass es auch für dich so besser ist. Und jetzt geh nach Hause. Ich bin etwas müde geworden. Warte. Küss mich. Verabschiede dich schon. Verabschiede dich, wie es sich gehört. Warum mir etwas vormachen? Ich weiß es ja längst. Alessia, du nimmst von mir Abschied, als ob wir uns nie wiedersehen sollten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nichts weiß ich. Sonntag, 9. Juni. Die eine Hälfte des Himmels ist von einer schwarzen Wolke mit scharf gezackten Rändern bedeckt. Aber die westliche Seite wird noch von der langsam untergehenden Sonne beleuchtet. Und diese Vermischung von Licht und heraufziehender Finsternis hat etwas Unheilverkündendes. Die Gewitterwolke, die sich im Laufe des heißen, unerträglich schwülen Tages allmählich zusammengeballt hat, entlädt sich mit ungeheurer Wucht. Fast pausenlos folgt ein Blitz dem anderen. Und unter dem Getöse des Donners zittern und klirren die Scheiben des Fensters. Gegen 8 Uhr abends lässt das Gewitter ein wenig nach, aber nur, um wenige Minuten später mit erneuter Heftigkeit loszubrechen. Plötzlich erdröhnt ein ohrenbetäubendes Trommeln auf das Dach und gegen die Wände.
Riesige, walnussgroße Hagelkörner prasseln auf die Erde und springen unter der Wucht des Aufpralls wieder in die Höhe. Der Maulbeerbaum neben dem Haus, völlig entblättert. Der furchtbare Hagel hat das ganze Laub abgeschlagen. Sie müssen von hier weg. Ich weiß gar nicht, warum ich noch mit Ihnen rede. Verschwinden Sie so schnell wie möglich. Weg. Du hast wohl den Verstand verloren. Jermola zog sich die Jacke über den Kopf und lief hinaus, um die Fensterläden zu schließen. Doch er kam zu spät. Ein großer Eisklumpen schlug plötzlich mit solcher Wucht gegen eine der Fensterscheiben, dass sie in Stücke sprang und die Glassplitter klirrend ins Zimmer flogen. Ich fühlte mich abgespannt und legte mich, ohne mich auszuziehen, aufs Bett. Ich war der Meinung, die Augen nur für wenige Minuten geschlossen zu haben, sah aber, als ich sie wieder aufmachte, dass durch die Ritzen der Fensterläden Sonnenstrahlen in mein Zimmer drangen. Vor meinem Bett stand Jarmola. Sind Sie immer noch da? Was? Wissen Sie denn nicht, was der gestrige Hagel angerichtet hat? Die Hälfte aller Felder ist wie mit Füßen zerstampft. Sie hat sich gerächt. Diese Teufelshexe, verdammt soll sie sein. Jetzt ist das ganze Volk in Aufruhr. Alle sind seit dem frühen Morgen wieder betrunken und toben. Auch über Sie. Verschwinden Sie so schnell wie möglich. Seien Sie froh, dass ich Sie warne nach der ganzen Zeit. Wenn die Unsrigen erst mal wütend werden, dann bleibt kein Stein auf dem anderen. Ich stand schnell auf und war schon eine halbe Stunde später im Wald. Die Fenster des Hauses waren geöffnet. Die Tür stand sperrangelweit auf. Das Haus war leer. Am Fensterrahmen hing eine Korallenkette. Olesja. Hörspiel nach der gleichnamigen Novelle von Alexander Iwanowitsch Koprin. Funkbearbeitung und Regie: Franziska Wenning. Mentoren: Elisabeth Panknin. Übersetzung aus dem Russischen: Hermann Asemissen. Es sprachen: Olesja, Milena Schädle. Ivan: Janek Maudrich. Großmutter: Gudrun Ritter. Jarmola: Martin Seifert. Sprachaufnahmen: Jürgen Bayer. Klanggestaltung und Montage: Karl-Heinz Stevens. Musikzitate aus dem Werk der Komponistin Sofia Gubaidulina. Eine Koproduktion des Deutschlandfunks mit der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch 2020.